is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wenn Gott Unzulänglichkeiten ausgleicht. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Im weltweiten Werk Gottes sollen wir Gottes Mitarbeiter sein. Wo immer Menschen zu retten sind, sollen wir unsere Hilfe anbieten, damit viele Söhne und Töchter zu Gott gebracht werden können. Das Ende ist nahe. Und deshalb sollen wir aus jeder uns anvertrauten Fähigkeit und aus jedem Werkzeug, das für das Werk Gottes Hilfe bedeutet, so viel als möglich herausholen. Wie müssen Engel empfinden, wenn sie das Ende herannahen sehen und so viele von denen, die mit der letzten Gnadenbotschaft vertraut worden sind, beobachten, wie sie sich zusammendrängen und Versammlungen besuchen, um ihren eigenen Seelen zu nützen und unbefriedigt sind, wenn nicht viel gepredigt wird, während sie selber nur geringe Lasten tragen und wenig tun, um andere zu retten. Alle, die durch einen lebendigen Glauben wahrhaft mit Christus vereint sind, werden auch der göttlichen Natur teilhaftig. Sie werden von ihm ständig geistliches Leben empfangen und sie können einfach nicht schweigen. Das Leben zeigt sich immer durch Aktivität. Wenn das Herz lebt, schickt es das Lebensblut in jeden Körperteil. Die Menschen, deren Herz mit geistlichem Leben erfüllt ist, müssen nicht dazu aufgefordert werden, dies zu zeigen. Das göttliche Leben wird in reichen Gnadenströmen von ihnen fließen. Wenn solche Menschen beten, sprechen oder arbeiten, wird Gott verherrlicht. Nicht die Hervorstechenden oder die begabtesten Menschen bringen durch ihre Arbeit die größten und dauerhaftesten Ergebnisse hervor. Wer sind also die erfolgreichsten Arbeiter? Es sind Menschen, die auf die Einladung reagieren. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn Menschen, denen Gott intellektuelle Fähigkeiten anvertraut hat, sich weigern, diese Gaben zu seiner Ehre einzusetzen, wird er sie nach Prüfungen und Erprobungen ihren eigenen Vorstellungen überlassen. Er wird stattdessen Menschen auswählen, die nicht so hochbegabt zu sein scheinen, wird diese Schwachen stark machen, weil sie Gott zutrauen, das zu tun, was sie selber nicht tun können. Gott wird diesen Dienst, der von ganzem Herzen geschieht, annehmen und wird die Schwächen und Mängel ausgleichen. Engel lauschen, um zu hören, was für ein Bericht ihr über euren himmlischen Meister der Welt bringt. The Lord is coming. Are you ready?